Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Zeichentrick-Klassiker aus dem Jahr 1990 mitgebracht. Wobei es handelt sich dabei streng genommen gar nicht um einen Weihnachtsfilm, aber er spielt an Weihnachten und es sind viele weihnachtliche Motive drin. Und gerade jetzt im Moment läuft auch die Neuverfilmung, wobei Neuverfilmung ist auch nicht ganz richtig. Es ist mehr eine Weiterführung, eine Neuadaption der gleichen Geschichte im Kino. Es handelt sich dabei um den kanadischen Zeichentrickfilm Der Nussknackerprinz von Regisseur Paul Shibley. Ja, sagt mir jetzt persönlich auch nicht viel. Also der Film ist von keinem der großen Studios, das heißt nicht von Disney, DreamWorks, Pixar, Animation oder er ist auch nicht von Don Bluth, sondern halt von diesem Paul Shibley. Heißt der Shibley? Paul Shibley, ja, Paul Shibley. Ja, Paul Kidby kenne ich, aber Paul Shibley sagt mir jetzt so nicht. So, bekannt haben wir hier Kiefer Sutherland, der spricht den Nussknackerprinz, wobei uns das bei dieser VHS-Kassette hier nicht viel bringt, weil das halt nur die deutsche Tonspur ist. Es gibt den Film aber auch auf DVD. So, worum geht es? Die kleine Clara bekommt von ihrem Onkel Drosselmeier die Geschichte erzählt, wie einst die Mäusefamilie oder die Mäuse aus dem königlichen Palast vertrieben wurden und deswegen auf Rache sinnen und die Prinzessin in den Fuß gebissen haben. Hier eine Szene, die meine Tochter sehr traumatisiert hat, wie die Maus in den Fuß beißt. Ja, und der Nussknacker muss diesen Fluch brechen, beziehungsweise der Nussknacker muss in die Schlacht gegen den Mäusekönig ziehen. Das Ganze basiert auf der Geschichte von E.T.A. Hoffmann, Nussknacker und Mäusekönig, und auf dem Ballett von Tschaikowski, wobei die Geschichte hier primär nach der Originalgeschichte von Hoffmann ist und weniger nach der Geschichte, die im Ballett erzählt wird. Aber die Musik von Tschaikowski ist hier die Hintergrundmusik. So, der Film. Super gezeichnet, bisschen einfach, bisschen simpel, kann man also auch gar nicht mit den großen Werken von Disney vergleichen. Wirkt alles ein klein bisschen, ja, simpel, sage ich mal. Selbst für die 1990er Jahre wirkt das alles, hier sind ein paar Szenebilder, etwas einfach, aber einfach kann ja auch schön sein und in dem Fall ist es nicht nur schön, sondern wunderschön. Das hier ist ein richtig, richtig toller Film für den Heiligen Abend oder halt für die Vorweihnachtszeit, um sich so richtig schön in Stimmung zu bringen. Obwohl der Film ist ohne Altersbeschränkung freigegeben, eher was für die kleinen Zuschauer ist und die größeren, naja, man sollte vielleicht ein bisschen Erinnerungen damit verbinden, beziehungsweise mit einem gewissen Nostalgiebonus daran gehen, dann klappt das Ganze. So, dazu muss jetzt auch gesagt werden, wie ich eben schon erwähnt habe, der Film ist stellenweise ein bisschen gruselig. Zumindest meiner Tochter, die war damals 3, als sie den gesehen hat, hat das etwas zugesetzt. Der Film dauert 74 Minuten, ist jetzt also nicht so lang, dass man die Kinder zum Sitzenbleiben animieren müsste, ist also ein relativ kurzer Film, den man auch mit kleineren Kindern gucken kann, wobei ich persönlich sage, 3 ist noch zu klein dafür. So, ja, das war's dann auch schon für heute. Der Nussknackerprinz, toller Film, wie gesagt. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film kennt, weil er ist ja doch relativ unbekannt, oder ob ihr die Geschichte kennt, ob ihr das Ballettstück mögt, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, oder ob ihr ins Kino geht und euch der Nussknacker und die 4 Reiche anguckt. Wir sehen uns morgen um die gleiche Zeit auf diesem Kanal. Bleibt dran und bis morgen, euer Michael Speyer.